Es gehört zu den Hauptaufgaben der Wissenschaft oder einer Wissenschaftlerin, meiner Meinung nach, die Ergebnisse, die in Bibliotheken, in Köpfen, in meinem Kopf oder in meinem Computer entstehen, auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen und sie mit diesem Publikum zu diskutieren. Aus den Diskussionen ergibt sich oft eine Art Stimmungsbild über das, was bekannt ist und nicht bekannt ist. Und da ist mir sehr darum geht in meiner Forschung, vergessene Geschichten wieder präsent zu machen, ist es extrem wichtig, dass im Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit verschiedenen Gruppen, warum nicht auch mit Schülern, zu erproben, was angekommen ist und was noch nicht oder wo die Fragen sind. Und das merke ich übrigens auch an der Universität. Die jüngeren Generationen, die jungen Studenten und Studentinnen wollen andere Sachen wissen als die vor 10 Jahren und wiederum vor 20 Jahren. Und diese permanente Entwicklung unserer Menschheit oder der Menschheit, die ich vor Augen habe an der Uni, ist nur ein kleiner Teil der Menschheit, ist extrem wichtig, um zu verstehen, was unsere Gegenwart ist und was unsere Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Gegenwart und damit auch für die Zukunft ist.